Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 5. Wir sind mal wieder unterwegs als Schreinzerstörer. Ne? Muss ja auch mal sein. Vielleicht sollte ich dabei auch nach vorne drücken, während ich mich hier umgucke nach weiteren diversen Schreinen. Die Silos fand ich eigentlich leichter zu finden. Muss ich ehrlich sein, hier haben da so schön rausgeguckt mit ihrem schönen Rot. Die Schreine. Ja? Was? Egal. Auf jeden Fall, die Schreine sind irgendwie ein bisschen, ja. Ich frag mich, was er hat, also Jacob. Was der da, irgendwie. Oh, da ist auch noch ein Schrein, ne? Oder? Ja. Den hatte ich aber nicht auf der Map. Tschüss. Ich weiß jetzt auch wieder nichts, was hier noch im Faves-Gebiet ist. Deswegen ignoriere ich sie jetzt mal geflissentlich. Ne? Vielleicht sehe ich ja so auch nochmal welche. Ein paar Schreine. Naja, da vorne soll ja zumindest einer sein. Ich glaube, da steht niemand, ne? So viele Schreine sind das ja gar nicht mehr. Drei Stück noch. Wie viele Orte habe ich denn eigentlich noch nicht? Also sind die ja dann auch nicht mehr so viele, ne? Das hier Dings, ne? Guy Marvel, genau. Muss ja bei denen in der Nähe sein. Also es kann ja nicht so weit weg sein. Weil die sollen ja schließlich dahin und beten und so, ne? Okay. Ich guck mal ein bisschen. Ja, ja, hier ist der Trailerpark. Hier ist noch ein Haus. Ah, okay. Dann wollen wir da mal hin. Wie gesagt, wenn wir dann irgendwie auf dem Weg noch was finden, ne? Wäre natürlich auch toll. Okay. Ich bin immer noch zufrieden hiermit. Ist sie auch, weil die in Dosen sind.
Ich habe da was gefunden. Ich glaube, die steht noch. Da unten. Ja, die steht noch. Ja. Ja. Die ist mir einfach dazwischen gelaufen. Die ist einfach dazwischen gelaufen, ja? Kann ich nichts für. Hätte ich auch so machen können. Noch zwei Stück. Ich meine, wir haben das ja auch gerade zufällig gefunden. Dann werden wir die anderen bestimmt auch zufällig finden. Oder über die Dings. Aber hier irgendwie, ne? Zettel finden. Hi. Moinsen. Scheiß richtig. Ja. Unsere Leute haben bei einem Bunker einen Kerl gesehen, der Merchandise-Kram aus dem Fangzentrum verkauft. Sah echt fertig aus. Lass uns nachsehen, ob er Probleme hat. Ich könnte einen Flieger auch mit verbundenen Augen reparieren. Ah ja. Eingeständnis. Ich wollte etwas Besonderes sein. Als Joseph in mein Leben kam, kam es mir vor wie ein wahres Geschenk von dir her. Dass ein Mann, der mit dir redet, mich in eure heiligen Gespräche einführt, deshalb nahm ich den Namen an, den du, Herr, mir durch Joseph gegeben hast, Faith. Und ich bin eine ganz neue Frau. Und doch jetzt ist es mir peinlich, es zu sagen, ist trotz meines Namens mein Glaube an das Projekt geplagt, von Zweifeln. Was soll ich tun? Ich weiß, du wirst mir vergeben, gütiger Gott, aber ich weiß nicht, ob Joseph das auch kann. Ist das von Selena? Oder von einer anderen Faith, die dann ersetzt wurde. Ne? Das sind halt so kleine Details, die man hier bekommt. Mit anderen Augen sehen. Ja, ich auch. So. Ich werde zwar nicht glauben, dass im Real Life Nebel aus Drogen besteht, aber... In-game sieht das ganz anders aus. So. Fliegen wir mal hier rüber, ne? Weil es so Spaß macht. Ah, sie läuft weg. Okay. Nur noch einer, ne? Der letzte wird der schwierigste, weil man schon alles abgeklappert hat. Es sei denn, man findet einen Hinweis oder findet ihn zufällig, ne? Wie jetzt das hier. Ja? Okay, wie kommst du jetzt da drauf? Okay. Hier wieder Normalität einkehrt. Ja. Vorteilsheft, schön. Mhm.
Nee, den brauche ich nicht. First Aid aber schon eher. Was? Peaches, du benimmst dich doch, oder? Gut. Ja, ja. Ich weiß. So, so viel gibt's hier in der Gegend gar nicht mehr, ne? Oder? Ah, da waren wir ja schon. Wo sind wir gerade da, ne? Genau, wir waren ja gerade hier so rüber. Wieder. Bisschen näher ran. Mhm. Machen wir besser so. Hier ist bestimmt auch noch was. Aber gerade will mir nichts angezeigt werden. Okay. Hier waren wir auch schon. Ja. Klatschnixen, das war klar. Ist doch auch schon sein Gebiet, ne? Ja. Hm. Hier ist halt also noch so vieles im Nebel. Hier habe ich fast alles aufgedeckt, ne? Hier gehe ich mal hin. Ich flieg mal hier ins Gebiet. Warte, was ist das? Achso, gib Dings. Gut. Gucken wir mal. Kann ja zumindest schon mal fliegen. Also einmal drüber fliegen, meine ich. Vielleicht entdecken wir ja dann zwischendurch zwischenzeitlich mal, ja, dieses blöde letzte Schreinchen. Ich glaube, das ist er, ne? Also unser Kumpel. Nick. Ein paar Prepper haben mich schon zu sich eingeladen. Aber das ist nicht mein Ding. Für mich schmecken Konserven immer nach Dose. Tja. Ach, ich sollte noch nach vorne drücken. Okay. Ups. Haben wir hier noch was? Bring die Jagdsaison ständig durcheinander. Mhm. Ja, jeder. Nee, das ist nur ein Hochsitz, ne? Fliegt man in die Richtung hier? Vielleicht findet man ja mal was. Vielleicht findet man ja mal was. Dieser blöde Schrein, ne? Hm. Okay. Gut, dann machen wir hier mal das hier, ne? Geil, Marvel. Wenn wir sonst nichts zu tun haben. Können wir auch gleich hier die Questreihe machen, ne? Vielleicht finden wir auf dem Weg ja dann noch den letzten Schrein. Dann hätte sich das auch erledigt. Wäre doch super. Ne? Ja. Ja, geht. War das da? Warte, was war das? Ich habe da was gesehen. Oder auch nicht. Sorry. Vielleicht dachte ich auch nur, ich hätte was gesehen.
Oder ist es despawned? Also, dass das wieder zu weit weg ist. Ist ja manchmal so, dass dann Sachen verschwinden. Oder dazukommen, ne? Bei so einer großen Welt. Das, was man einen Hundetyp nennt. Ja, und? Muss man ein Hundetyp sein? Nö. Manche sind auch gar keine Haustürtypen. Manche sind keine Kindertypen. Das ist, ne, alles so eine Sache von Charakter und Individualität. So, jetzt wollen wir mal zum Filmset. Ah, da ist schon wieder diese gottverdammte Sonne. Iu. Okay. So, gelandet. Einmal verlassen. Plündern. Und auf geht's. Guy Marvel. Ja, ja. Ich könnte einen Flieger auch mit verbundenen Augen reparieren. Hallo. Wer zum Geier bist du? Das ist ein Filmset. Ja. Warte, oh. Du bist neu. Willst du beim Film arbeiten? Natürlich willst du. Du bist die Lösung aller Probleme. Die Geschichte. Moment. Ein aus einer Kleinstadt. Du kommst gerade rechtzeitig, um einen weltbekannten Künstler zu retten. Mich, Guy Marvel. Der Film, Meisterwerk, ist seit 4 Jahren in der Mache. Und Guy lässt sich nicht stören. Nicht von diesem verfickten Pöbel. Ohne jegliche filmische Vision. Ja, weißt du, wie viele verfickte Preise Blood Dragon 3 einstreichen wird, wenn wir dieses Monster richtig drehen? Blood Dragon 3. Alle! Außer, ja, dass sie gegenständig überflogen wird. Eine 160 Dezibel Krachmaschine. Und wir brauchen absolute Ruhe für diese Szene. Sei die Heldin, Kleines. Der erste Assistent erklärt dir alles. Guys eigenes Genie braucht erstmal einen Schönheitsschlaf. Ja, Rick. Garrido von den Space Frogs. Die versprochene Security-Tante? Du, ja. Ich bin nicht der erste Regieassistent. Nur der Tonmann, Dean. Guy hat den Kerl gefeuert, als er keine scharfe Munition bei den Kühen benutzen wollte. Oh. Also seine geniale Idee ist, dass man eine Szene wie beim Stummfilm dreht. Nur eben mit Ton. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wie gut das läuft. Ja. Lärm in der Wildnis von Montana? Na sowas. Hier ist es scheiße laut. Und du sollst die Geräusche ausschalten. Das meine ich wörtlich. Hörst du die Hupe? Genau dieser Scheiß muss aufhören. Beseitige okay. den Lärm, koste es, was es wolle. Aber wo ist Steve? Ich will die Space Frogs. Kapitel in der Geschichte Montanas abgeschlossen ist. Ah ja. Hörst du die Hupe? Schnapp ja. sie dir, Heißblut. Wo bin ich denn hergekommen? Da. Ich glaube aber... Boomer, Peaches müsste... Ja, gut. Gut. Ich weiß. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt? 10, okay. Ah, okay.
Was? Okay. Ja, komm, schnelleres Nachladen und ziehen und so. Komm, die können wir auch nochmal. Ne? Komm, Bruma. Ich sehe das Ziel. Hier ist sowas von erfasst. Ja, ich weiß. Okay. Wieso hat eigentlich Nick noch nicht das geschafft? Ach doch, hat er, ne? Okay, hat er. Genau, Boomer und die drei haben wir ja noch nicht. Cool. Ja, da muss eigentlich nur noch Boomer und die anderen beiden. Ja. Gottverdammte Musiktrucks. Jetzt kommen sicher die Angels. Schalte die Trucks und die Angels aus. Ja. Habt ihr den Mähdrescher gesehen? Schnappt ihr das Ding und schaltet die Angels aus. Warum auch nicht? Die sind eh schon hirntot. Ja, lass Boomer in Ruhe, ja? Was? Ich weiß nicht, wie viel dieser Kämpf ich noch ertragen kann. Das heißt yeah. Denn, dass wir nicht unser ganzes Leben so leben sollten. Mhm. Okay. Du bist ein Naturtalent. Diese Weiche in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Ja. Diese Wildheit, die du gezeigt hast. Intensiv. Oh, Kai hat sich dabei eingeschissen, aber gut so. Endlich ah, kann Kai seine Magie über den ganzen Film spritzen. Bleib 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch.
Guy kann nicht mehr länger an so einer Scheiße wie Far Cry arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein, als ihre verfickten Meinungen über Weltenbau, Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Okay. Oh, und das war eben bei ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Ah, ja. Ah, ja, ist sogar das offizielle Dings. Ich weiß bis heute nicht, was er damit meinte. Cooperation. Okay. Nehmen wir auch nochmal mit. Das haben wir jetzt. Und jetzt? Ich dachte, es geht länger. Es sind aber noch 10 Aufträge, ne? Und eins von diesen... Einer von diesen Schreien. Muss ja auch noch irgendwo sein. Klatschnixen, ne? Ja. Ach, vielleicht zählen die auch dazu, aber es sind aber auch nur 2. Also, ne? Ich guck mal, welche Orte ich vielleicht übersehen haben könnte. Ah, nein! Komm, geh weiter rüber. Dann muss ich so hier übers Feld ziehen. Die Kamera ist störrisch, aber ich werde sie besiegen. Ja, vielleicht sehen die Dings auch, diese Sprünge, ne? Trotzdem muss hier ja irgendwo was sein. Okay, ich werde in den Norden fliegen und dann gucke ich mal, ne? Ob ich unterwegs nochmal einen finde. So, da oben steht irgendwo mein Heli. Ich war ein paar Mal in dieser Superkräfte. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Ja. Welche Mine? So, dann machen wir das mal so. Bisschen höher müssen wir schon. Damit wir auch überall rüberkommen. Das ärgert mich gerade so ein bisschen, ne? Den noch nicht gefunden habe. Den letzten Schrein. Ich meine, wir sind ja schon überall rüber geflogen, ne? Kann der nicht irgendwie blau leuchten oder so? Ich weiß nicht, was ich ohne Kim machen würde. Sie denkt immer für 3, weißt du? Ja, ja. Sagtest du schon. Geht doch. Ja, ja. Ich auch. Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Haltet euch weiter bereit. Boomer?
Beeil dich. Was machst du denn da? Hey. Ja. Komm her, Freund. Komm her. Ja. Oh. Du bist so süß. Lass Boomer in Ruhe. Okay. Wo hab ich ihn jetzt gepackt? Mhm. Wo bin ich gelandet? Oh, weg. Schon wieder. Gut, dann reisen wir mal schnell hier hin. Nee. Mama. Bring die Jagdsaison ständig durcheinander. Ja, mach das. Fahren wir mal dahin. Wir fliegen übers Wasser. Wuhu. Oh. So, jetzt aber. Okay. Hole den Fisch mit L2 ein. Ermüde ihn, indem du R in Bewegung bewegst. Spannung, wenn die Schnur rot wird, dann hör auf, dagegen zu halten und den Fisch einzuholen. Dann reißt sie. Da ist der Fisch müde, hol ihn ein, bevor er wieder zu Kräften kommt. Ah, gerissen. Ja, doch, Störsäumer, wir, ne?
hat mir das Schießen beigebracht. Ich war viel zu jung. Ich warte, bis mein Kind mindestens 5 ist. Okay. Mal da. In diesen Hügeln bildet Jacob Tiet seine Armee aus. Ja. Könnte sein. Ja, das ist er. Yes. Ragnar, der Schreckliche. Den wollte ich noch in der Aufnahme drin haben. Das war's mir wert. Oh, Boomer. Yes. Warte mal. Achso, Versorgungsgedöns. Wir haben schon wieder 5. Gut. Boomer, ne? Komm. Natürlich. Okay. Da müssen wir uns noch ranhalten, bis wir das irgendwann mal, ne? Ja, gut. Dann, können wir ja schon mal rüber, ne? Vorher will ich erstmal hier wieder hin. Ja. Ist in Ordnung. Aber, wenn wir jetzt als Team wieder zusammen sind, ich meine viel mehr, oder? Wie viele waren wir? Weil ich meine, das Weib haben wir befreit, der Marshall ist tot und der Dings ist ja, vielleicht noch der Pilot, aber... Ansonsten, Jacob scheint ja niemanden von uns zu haben, ne? Bis zum 7. Monat hat sie auch trainiert, aber dieser Spielverderber von einem Arzt meinte... Und was ist das? Oh! Achso. Ich dachte hier. Das... Ah, okay, hier noch. Okay, den nehmen wir noch mit. Ich kann eigene Level erstellen. Ja. Kannst du? Falsche Richtung. Ich will mir nämlich den Heli holen. Mhm. So. So.
Dann einmal rüber. Und im nächsten Part können wir ja dann... Ich bereite mich auf die ganzen schlaflosen Nächte wegen des Babys vor. Ja. Aber den Ort nehmen wir noch mit. Was geht denn da ab? Ja, ja. Wir sind noch nicht da. Cool. Das habe ich gehört. Er schießt den Feind. Okay, habe ich. Er hat gesagt, ich soll den verdammten Bären erschießen. Reiß dich zusammen. Ja, habe ich. Okay, dann gehen wir in den Norden. Aber erst im nächsten Part. Ja. Okay. Nee, warte. Jetzt aber. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann in den Norden gehen, zu Jacob Seeds Gebiet. Ja, bis dann. Bye.